Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Ja, heute Sonntag. Ich bin gerade in der Mission Milch unterwegs. Ja, ich habe mir Milch geholt. Es ist heute schon Sonntag. Warum ist Sonntag? Ja, Freitag bin ich ehrlich gesagt nicht mehr zum Filmen gekommen, wegen dem Videoschnitt, dass das rechtzeitig rauskam. Und gestern am Samstag war ich auf einen Geburtstag eingeladen. Da habe ich natürlich dann auch nichts gefilmt nach der Arbeit. Ja, deswegen ist es schon Sonntag, Sonntagabend um genau zu sein. Was ist heute viel passiert? Ich habe meine Ställe alles sauber gemacht, gründlich. Den Hühnerstall ausgemistet. Den Pferdestall wieder ausgemistet, wie immer. Und wo mir die Hunde mal wegen unterwegs. Und ja, viel passiert ist, wie gesagt, heute nicht. Halt ein bisschen daheim rum, deswegen gab es noch kein Video weiter. Jetzt habe ich gerade Milch geholt mit meinen zwei Kannen. Ja, zwei Kannen. Ich habe mir nämlich eine neue gegönnt. Die alte hat oben einen kaputten Deckel. Und ich bin heute mit meinem Kumpel unterwegs, mit dem Riley. Der sitzt da. Und da stehen meine Kannen. Einmal eine 5 Liter Edelstahl Milchkanne und eine 2 Liter Kunststoffkanne. Und wer sich jetzt fragt, wozu brauche ich so viel Milch? Ganz einfach. Normalerweise hole ich immer 2 Liter. Die reichen mir immer ca. 2, maximal 3 Tage. Ich möchte aber mal den Versuch starten, ich möchte daheim mal selber Käse machen. Und dafür habe ich mir jetzt die große Kanne gegönnt und habe mir gerade bei meinem Bekannten da der Milch geholt. Die haben sich gefreut, ich habe ihnen im Gegenzug wieder ein paar Vitamine mitgebracht. Orangen, Zitronen, Bananen, was ich halt wieder hatte. Und das ist immer so ein schönes gegenseitiges Miteinander. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Heimweg. Riley, mach Sitz. Ist brav. Und mal gucken, wenn es klappt auf dem Weg, zeige ich euch ja mal, das habe ich ja schon vor längerem angekündigt, da mal unsere Wiesen und Felder, die verpachtet sind. Dann habt ihr die auch einmal gesehen. Und schauen wir einfach einmal. Diese Fläche hier, quasi von dem Schilfgürtel hier rüber und bis zu dem hier, bis runter an der Bahndamm, 0,56 Hektar. Das ist wie gesagt eine eigene Fläche, die gehört uns, ist aber aktuell noch verpachtet. Ja, soweit ich jetzt weiß, wollte der Vater, glaube ich, den Pachtvertrag für die Fläche kündigen. In dem Zuge auch natürlich für die große Wiese, die ich jetzt immer mit bearbeitet hatte. Und ja, das ist wie gesagt ein Teil von uns.
liegt hier unten, sind Luftlinie vielleicht 500 Meter, 500, 600 Meter, so in den Dreh. Ist aber relativ gut anzufahren. Und ja, ich sage, es ist eine schöne Fläche, die ist jetzt mittlerweile das dritte Mal gemäht worden von dem, der sie jetzt aktuell hat. Und ist eine schöne Fläche. Und wenn ich die selber habe, die ist eben, die ist schön gerade. Also wie man sieht, optimal für meinen Zweck. Hier unten sollte ja auch bekanntermaßen die Brücke gebaut werden, wer sich erinnern kann. Da sollte eigentlich von da drüben eine Straße rüberlaufen und hier eine Brücke übers Bahngleis. Und durch eine Unterschriftenaktion konnten wir diesen Umweltfrevel, diesen Schwachsinn quasi verhindern. Bin ich ehrlich gesagt ganz froh drum. Ja, und ich würde mich, wie gesagt, wieder freuen, wenn wir die Fläche hätten. Jetzt fahren wir mal noch raus nach Petzmannsberg, da ist noch eine andere Fläche und da schauen wir weiter. Ja, jetzt sind wir nach Hause auf der anderen Fläche. Das ist ein Feld mit einem Hektar. Ist ein wenig spitzig zulaufend. Wo genau die Feldgrenze ist, ist schwierig zu sagen. Normalerweise laut Karte oder laut Parzellenkarte müsste die Fläche normalerweise hier drinnen so hochlaufen. Eine kleine Ecke hier innen. Das ist so dreieckig, so spitzig hier rein und da runterwärts. Aber hier drüben auf der Seite, das gehört nicht uns. Das da runterwärts gehört uns. Aber wie genau die Fläche liegt, das kann ich auch schlecht sagen. Irgendwie so oder so ähnlich muss hier draußen eine Fläche mit einem Hektar sein. An Markstar habe ich gerade gefunden davon. Aber theoretisch soll hier auch irgendwo noch einer liegen. Ist auf alle Fälle, da unten ist unser Waldstück, wo die ja großen Eichen da stehen. Da ist unser Wald mit. Und irgendwie hier so raufwärts läuft das Feld so kerzengrad hier rauf und dann macht es hier so einen Knick weg, geht so dreieckig rüber. Also auf der Karte sieht man es besser hier oben. Aktuell erkennt man da gar nichts. Sind wie gesagt auch 1,1, 1,2 Hektar oder was das sind. Ackerland hier. Aktuell wie gesagt stillgelegt. Soweit ich da weiß, wohl der Adelvater den Vertrag dann quasi kündigen. Dass man dann eben eine ganze Fläche wieder komplett zusammen hat. Und nicht diese Stückerliswirtschaft. Und ich darf dann immer gucken, wo könnte ich vielleicht mal eine Fläche abmähen. So habe ich dann alles für mich selber. Ja, was natürlich hier oben ein großes Problem ist. Und das ist auch der Grund, warum wir hier keine Kartoffeln mehr angebaut haben. Hier oben laufen halt die Leute spazieren. Und wie man sieht, hier überall die Hundehäuften drin. Und du steckst halt nicht drin. Ne? Die Leute laufen hier spazieren. Und wenn du hier oben Kartoffeln hast, dann kann es das sein. Wenn du nicht aufpasst, dann hast du keine Kartoffeln mehr. Und deswegen ist das dann zu uns vorverlagert worden, beziehungsweise viele Jahre gar nicht. Und dann haben wir es wieder bei uns angefangen. Aber so genau. Wo die Fläche da genau liegt, das sehe ich auf der Karte am besten. So aktuell schwer zu sagen. So, jetzt sind wir wieder daheim. Dann würde ich sagen, das war's für den Sonntag. Quasi das Wort zum Sonntag. Steglein, du kannst Steglein. Parken wir noch den Autowagen. Zum Sonntag. Schauen wir mal, was morgen noch passiert. So Leute, jetzt ist Montag, habe ich ja schon gesagt. Ja, heute regnet schon den ganzen Tag draußen. Wir haben aktuell 8 Liter. Das ist heute Nacht, das ist losgegangen. Und ist die ganze Zeit durch, genauso wie ich mir das vorstelle. Richtig schön. Ja, nachdem es draußen regnet, ich könnte jetzt zwar in die Halle gehen, aber aktuell ist noch Mittagsruhe, die ist gleich rum. Dann gehe ich in die Halle runter und mache am Bulldog weiter. Da habe ich mir gedacht, war ja schon mal das, was ich gestern angekündigt habe. Ich möchte mal Käse selber machen. Ja, und wie man hier sieht, ich bin gerade am Pressen
vom Bruch, Käsebruch. Ich habe 3 Liter von der frischen Milch genommen, habe die erwärmt auf 37 Grad, habe das Lab zugegeben, ein bisschen durchgerührt, habe es eine gute Stunde stehen lassen. Dann habe ich mit einer Palette, also dieser Streichpalette, so, ja, ich zeige euch, was ich meine. Dann habe ich mit der Palette hier den Bruch geschnitten in Säulen, also quasi immer der Längs nach und überkreuzt dann. Habe es wieder eine knappe Stunde stehen lassen und habe es anschließend dann noch einmal die quer durchgeschnitten, auch mit der Palette, beziehungsweise mit einem Schöpflöffel, der da wunderbar gepasst hat. Der hat so dünnes Draht gespannt drin. Ja, das habe ich dann wieder stehen lassen. Und dann habe ich es abgefüllt in diese Käsepressform. Die habe ich mir selber gekauft. Die habe ich mir mal gegönnt. Man möchte doch mal was probieren. Und ja, da steht er nun. Das ist einfach ein leeres, sauber ausgewaschenes Gurkenglas mit ein wenig Wasser befüllt. Als Pressgewicht. Da braucht man nichts Hochspezielles. Das geht so. Dahinter in dem Topf, das ist die Molke, die jetzt quasi abläuft. Also das Endprodukt. Ja, die könnte theoretisch wahrscheinlich noch ein bisschen durchsichtiger sein. Aber es ist wie gesagt der allererste Versuch. Vielleicht hätte ich ein bisschen Mehl abnehmen müssen. Alles Versuchsaufbau. Probieren wir einfach mal. Und wenn es funktioniert, ist alles gut. Und wenn nicht, ja, dann wäre es ein Fehlschlag gewesen. Aber bislang schaut es ganz gut aus. Beim Befüllen war vorhin der Käsebruch bis hier oben gestanden. Da habe ich das Pressgewicht drauf und mein Glas drauf gestellt. Jetzt sind wir schon hier. Und ich gehe davon aus, der wird dann irgendwo so in dem Bereich hier angelangt. Und dann ist er ausgepresst. Jetzt muss ich ihn gleich einmal wenden. Ach so, wer sich fragt, was hier daneben steht, ich habe es ja schon gesagt. Oder habe ich es nicht gesagt? Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe Weintrauben draußen abgeleert. Wir haben eigentlich rote Weintrauben. Warum ist es nur jetzt kein Rotwein, den ich hier angesetzt habe? Ganz einfach. Das wird ein Weißwein. Ich habe nicht dran gedacht. Die Farbstoffe, die den Wein quasi rot machen, sind normalerweise in der Schale. Und ich habe die Trauben ausgepresst und habe bloß den Saft hier eingefüllt. Und aus dem Grund, ja, gibt es halt dann nur Weißwein. Ist auch einmal ein Versuch, den ich hier starte. Die Gärballons hatte ich sowieso. Ich habe letztes Jahr auch mal einen Kirschwein angesetzt gehabt, Wildkirschwein. Und ja, man probiert halt einfach einmal ein wenig Sachen aus. Und hier geht es vor sich hin. Warum zeige ich euch das jetzt? Eigentlich mache ich ja Farmflugs. Ja, weil ich mir denke, irgendwie, es gehört ja trotzdem dazu. Wie stellt man einen Käse her? Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es funktioniert. Ist einmal ein Versuch. Man muss alles einmal probiert haben, sage ich. Sonst kann man nicht mitreden. Wenn es funktioniert, wäre es nicht schlecht. An Milch komme ich immer ran. Das ist kein Problem. Käse essen wir auch sehr gerne. Und selber gemachte Sachen sind doch immer was ganz Feines. Aus dem Grund eben, wie gesagt, auch die Schweine. Also da ist es jetzt aktuell. Voraussichtlich Anfang Oktober, um den 1. 2. Oktober rum, kriege ich dann meine 2 Schweine. Und zwar einmal den Zuchteber, den ich dann behalten möchte. Und einmal einen kastrierten Eber, der dann quasi irgendwann in die Wurst kommt quasi. Ja. Bilder habe ich aktuell noch leider keine. Ich war da droben, ich habe keine gemacht, dummerweise. Die Besitzerin wollte mir welche zukommen lassen. Müssen wir mal gucken. Die blende ich nach Möglichkeit mit ein, wenn ich sie noch kriege. Und wenn nicht, dann spätestens, wenn ich die Bilder kriege, blende ich sie euch ein. Also jetzt noch einen knappen Monat in etwa. Dann ist soweit. Dann geht es da unten los. Ja, so wurschtel ich halt immer durch. Immer wieder neue Sachen. Und dann klappt das. Ja, und mein Kumpel, wie ihr seht, ist ja auch wieder dabei. Na, Reilly? Reilly?
Das Schöne. Ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen dabei bleiben, muss das immer wieder wenden. Und ja, über das Endergebnis kann ich ja berichten. Das erfahren wir dann spätestens im Freitagsvlog, ob das was geworden ist. So, ich befinde mich jetzt gerade eben in der Maschinenhalle. Ja, und hier vor mir steht mal wieder mein KA15. Heute habe ich eine einseitig ein wenig hochgebockt, dass ich auch mal die Kanten unten erwische. Also die Seite hier drüben ist schon relativ weit. Ja, ganz fertig ist sie noch, ne? Das sind schon noch ein paar Stellen, wo ich hin muss. Aber Riemenscheibe ist zum Beispiel sauber. Hier oben habe ich schon alles. Den Block da habe ich sauber. Hier raufwärts. Mehr geht nicht weg. Da muss ich nochmal gucken. Vielleicht komme ich da noch irgendwie rein. Der gehört dann vorm Lackieren trotzdem nochmal richtig gründlich heiß gewaschen. Beziehungsweise einfach gereinigt, vom Fett und Öl befreit. Aber so schaut das Ergebnis schon mal nicht schlecht aus. Die Radnabe hier drüben ist komplett sauber. Also was ich immer wieder erstaunlich finde bei dem, der hat so ein eigenartiges Patent hier irgendwie. Wenn ich mir den anderen angucke hinten, der hat eine ganz glatte Radnabe. Und der da, der hat ja hier außen eine Schraube drauf, die die ganze Nabe hält. Ja, das sind halt ein paar Unterschiede an dem Schlepper. Weil ich da wieder gefragt worden bin, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem K15 und dem KA15? Sind doch eigentlich dieselben Schlepper. Eigentlich hatten wir das Thema ja schon mal, aber ich mache es gerne noch einmal, weil es gibt da doch ein paar Unwissende und ein paar Zuschauer habe ich ja dazu bekommen, die es vielleicht noch nicht wissen. Also, beides Kramerschlepper, ganz klar. Beide aus demselben Werk gelaufen. Also der K15 ist aus Überlingen gekommen und der KA15 kam auch aus Überlingen. Der ist Baujahr 55, der ist Baujahr 56. Ja, nun fragt man sich, wo ist der Unterschied? Also der Motor ist gleich. Haben beide den MWM KD211Z, der wassergekühlte MWM-Motor mit 15 PS. Leisten beide die 15 PS Leistung. Die Vorderachse ist auch baugleich. Ich habe zum Beispiel hier die vom KA15 liegen und da hinten in dem Eck liegt die vom K15. Auch gleich. Ja, wo sind jetzt dann die großen Unterschiede? Ganz einfach. Wir fangen mal an. Der KA15 hat das Kramer Baugruppe 1 Getriebe. Da hat Kramer sich damals dazu entschieden, die bauen ein eigenes Getriebe. Bei ZF, der K15 hat ein ZF-Getriebe drin. Zahnradfabrik Friedrichshafen, für denjenigen, den es interessiert oder der es nicht weiß. War damals Lieferschwierigkeiten, war Engpass. Die kamen nicht mehr nach mit dem Getriebe produzieren, weil ZF-Getriebe sind in vielen Schleppern verbaut worden, nicht nur in Kramer. Da war damals dann, wie gesagt, ein wenig Lieferschwierigkeiten, die kamen nicht so recht nach. Und dann ist Kramer auf die Idee gekommen, die entwickeln ein eigenes Getriebe. Und das ist eben dieses Kramer Baugruppe 1 Getriebe. Ja, ein kleiner Unterschied bei dem Getriebe zum Beispiel, also hat auch 5 Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. War aber unter anderem bestellbar mit einem Untersetzungsgetriebe. Den habe ich jetzt hier nicht verbaut, aber ich habe das normale. Ein Unterschied zum ZF-Getriebe. Mein Schalthebel, wenn ich jetzt hier beim ZF-Getriebe, ist hier oben der Rückwärtsgang. Und da geht es unten los mit 1, oben 2, unten 3, 4 und unten 5. Und bei dem ist quasi Rückwärtsgang und der erste Gang getauscht. Rückwärtsgang ist hier unten und der erste Gang ist hier oben. Und dann 2, 3, 4 und 5. Erster Unterschied. Was da noch ein Unterschied ist, man sieht es hier eventuell, dieses Getriebe hat obendrauf eine Hydraulik sitzen. Den KA15 gab es wahlweise ohne oder mit Hydraulik zu kaufen, auf Bestellung. Habe ich hier komplett. Gab es beim K15 auch. Aber eher selten, da war meistens nur die starre Aggerschiene verbaut. Beim KA15 kenne ich mindestens noch 2 Schlepper, die eine Hydraulik hinten dran haben.
ist häufiger gekauft worden. Bei den K15 ist es eher selten gewesen. Man könnte sie nachrüsten, schwierig allerdings zu kriegen. Ich habe es einmal versucht, ist aber fast nicht zu bekommen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh. Hier, wie gesagt, auf dem Baugruppe 1 Getriebe sitzt ja die Hydraulik schon drauf. Die ist vorhanden. Und ja, ist doch eine ganz feine Sache so. Ja, das ist ein Unterschied. Was dann natürlich noch ein Unterschied ist durch die Hydraulik, ich habe ein abnehmbares Zugmaul hinten dran. Also aktuell ist es ja da drüben. Ich kann ja hier einen Oberlenker einhängen und kann dann Anbaugeräte, Heuwände, Kartoffelhäufelpflug, Pfluggrubbe, was man halt gerade in die Quere kommt, kann ich hinten anhängen. Ist auch ein kleiner Unterschied. Wo unterscheiden sie sich noch? Blechteile. Also wie gesagt, die Motorhaube ist ein bisschen kürzer. Habe ich festgestellt. Es ist nicht viel, aber doch ein bisschen. Die Kotflügel sind definitiv anders. Das sieht man hier. Die hier sind relativ klein, wenn man es so betrachtet. Die fangen hier oben an. Auf der Achse. Und hören hier oben auf. Also das ist bloß dieser kleine Kotflügel hier. Gehen auch gerade runter. Und jetzt im Vergleich die vom KA15. Also man sieht schon den deutlichen Unterschied. Die sind viel länger von unten von der Achse rauf. Und ja, der Anstellwinkel ist auch deutlich steiler. Vergleicht man den hier. Und dazu den hier. Der Anstellwinkel ist ein bisschen anders. Auch ein kleiner Unterschied. Ich habe es gemerkt beim Anpassen vor die Lampenträger. Da musste ich bei den Kotflügeln deutlich steiler stellen, die Lampenträger, als hier. Da waren sie immer schön gerade gestanden. Bei den Kotflügeln musste ich sehr deutlich weiter nach hinten kippen. Da ist hier der Winkel anders. Ist halt einfach so. Ja, das sind nochmal Unterschiede. Ja, durch das ZF-Getriebe habe ich natürlich auch eine ZF-Achse drin. Ist eine Portalachse bei dem. Siehe hier. Also die kommt von da hinten und geht hier dann runter. Und auf die Radnabe. Wie gesagt, das nennt man eigentlich Portalachse. Und im Vergleich, jetzt sieht man es hier ganz deutlich. Da gehen die Achsstummel bis raus. Die Axtrichter gehen bis raus und ich habe keine Portalachse. Deswegen sind eben auch die Kotflügel länger, weil hier sitzt die Achse ja im Ganzen schon viel höher, sieht man ja da. Und bei dem sitzt sie ja deutlich unterhalb vom Fahrersitz, vom Fahrerstand. Auch die Bremse ist hier ein bisschen anders gelöst. Die ganzen Schalthebel sitzen anders. Differentialsperrhebel ist hier oben. Hier vorne ist mein Zapfenschalthebel. Was war das? Der knallt da draußen rum. Den Zapfenschalthebel hatte ich bei dem auch hier. Aber meine Differentialsperre war dieser Hebel hier vorne, der da. Den hat man nach oben gezogen. Auch ein kleiner Unterschied. Ja, es sind halt wie gesagt alles so ein bisschen Kleinigkeiten, die sich hier unterscheiden. Was gibt es noch? Was ist noch anders? Ja, die ganze Anordnung von den ganzen Hebel, Handgas, Bremse, natürlich alles ein bisschen anders. Die Kupplung wird anders betätigt. Hier die Kupplung, das Kupplungspedal läuft über Umlenkung hier runter. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht viel, ist recht dunkel. Und hier vor, und auf den Hebel da drauf. Und beim KA15 hat man hier ein langes Kupplungspedal verbaut. Das sitzt ja normal mit einer Feder gespannt hier oben. Und das geht bis vor, ohne Umlenkung, direkt nach vorne drauf. Ja, das sind so die wichtigsten Unterschiede. Ja, die Hebel sind ganz lustig ausgelegt. Ich habe erst gedacht, das ist irgendjemand hat da mal was gepfuscht oder hat da selber was gebastelt. Ich habe erst gedacht, das sind irgendwelche
Zinken von irgendeinem Heuwen, da hat da jemand improvisiert, aber es ist tatsächlich so bei dem Schlepper. Ist bei dem so gebaut worden. Das ist einfach, im Endeffekt, das ist ein Zinken vorm Heuwender oder dergleichen. Der steckt da drin und mit dem wird geschaltet. Und hinten ist es auch bloß so ein kleines Blechle, so ein Federblechle oder Federstange, die gebogen wird. Ja, das ist halt Improvisationstalent damals. Ich weiß nicht, wie es ist bei den späteren. Wir hatten noch mal einen da, ich bilde mal ein, der hat da schönere Hebel drauf gehabt. Ich glaube, das ist bei den späteren Modellen dann umgeändert worden. Aber bei den Anfangsmodellen auf jeden Fall war es noch so gelöst, zumindest bei dem. Ja, also ich denke mal, das sind so die größten Unterschiede, die es hier gibt. Von der Geschwindigkeit bleibt es gleich, haben sie alle zwei. Nee, nicht ganz. Hat der normalerweise 19,3 Stundenkilometer eingetragen. Und der da vorne hat 17,9 Stundenkilometer eingetragen. Hängt irgendwie mit dem Getriebe zusammen. Dann gab es eine mit Untersetzungsgetriebe. Man könnte auch einen Schnellgang verbauen, dann wäre er schneller. Aber ich lasse ein Original. Schneller muss er nicht werden. Beziehungsweise schneller würde man garantiert durch die größeren Reifen dann. Aber wie gesagt, wir kommen mit 20 Stundenkilometer oder weniger auch über die Lande. Es dauert halt alles ein bisschen länger. Man ist nicht der Schnellste. Aber ich sage mal so, muss man auch nicht unbedingt sein. Das macht auch so Spaß. Ja, so viel dazu. Ach, wenn wir dann gleich dabei sind, weil ich jetzt gerade sehe, der Tank unterscheidet sich ein bisschen. Es ist der Tank vom KA15. Der ist vom Fassungsvolumen ein bisschen größer. Der hat 24 Liter. Der Werkzeugkasten ist auch ein bisschen größer ausgelegt. Auch der Tankhalter sieht anders aus. Beim K15 ist der Tank eher rechteckig. Der saß hier, einfach so ein kleiner rechteckiger Tank. Und der Werkzeugkasten war hier unten drunter und eher flach ausgelegt mit einer schmalen, dünnen Klappe hier. Die Batterie saß, ja, der Tank, der saß hier, die Batterie saß hier. So muss man es eigentlich sagen, weil die Batterie war bei dem unter der Haube. Und beim KA15 sitzt sie direkt vorm Fahrer. Also quasi da. Ja, viel trockene Theorie. Laber, 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 da gibt es so viel zu sagen. Das sind jetzt auch mal die wichtigsten Unterschiede zwischen denen gewesen. Ich weiß, recht langweilig, nichts Besonderes. Aber den einen oder anderen hat es ja doch interessiert. Jetzt habe ich gedacht, ich bringe das jetzt auch mal mit rein. Wenn schon so nichts weiter passiert ist, dann habt ihr das wenigstens. Zu der anderen Fläche, die uns gehört, das ist unser Feld direkt unterhalb vom Hof. Da ist unser Hof. Und unser Feld liegt gleich hier. Da ist die Mähdrescherhalle und da steht unser Fahr M5777 drin. An alle, die immer fragen, wir haben einen Mähdrescher und wir machen Ackerbau, sehr wohl. Ja, und das da, dieses braune gekrubberte Feld hier, das ist unsere Fläche. Ja, was der da seht, dann Sonnenblumen, das ist nach dem Brand stehen geblieben. Die da und die da unten. Ja, und da ist noch die kleine Fläche mit den Kartoffeln. Wann wir da, wie gesagt, starten, das weiß ich noch nicht genau. Jetzt hat es ein bisschen geregnet, so können Sie jetzt ruhig noch einmal 2 Tage durchregnen. Dann ein paar Tage ein wenig abtrocknen oben die Oberfläche und dann könnten wir eigentlich schön graben. Müssen wir mal sehen. Mal gucken. Auf alle Fälle, diese Fläche hier gehört uns. Ja, und die Wiese, die habe ich ja eigentlich im XXL Heu Spezial gezeigt gehabt. Die liegt da jetzt kerzengerade da runter. Über die Straße hinweg, wo die Baumreihe da unten ist, da ist dann nochmal eine Wiese. Und das ist unsere, 0,91 Hektar sind es. Körnaze und sind ja aktuell auch noch verpachtet. Ist aber wie gesagt auch von uns. Ja, aber das sind so im Großen und Ganzen unsere Flächen, die wir alle haben. Also wie gesagt, hier, das eine unten am Bahndamm, wo wir gestern waren. Das eine draußen im Petzmannsberg, wo ich gestern mit euch war. Da muss ich aber selber erst gucken, wo die Markstahl liegen, also keine Ahnung. Und halt die eine Fläche da unten, die zu uns dazu gehört. Überschaubar, wie gesagt, sind insgesamt 6,81 Hektar mit der Grundstücksfläche dazu.
die nutzbar ist. Also das Grundstück, das ist ja das hier. Da oben, der Leo liegt mitten auf dem Weg. Die Hecke bis davor, das ist so ein Grundstück. Und dann geht es vorne rauf und hinten dasselbe Spielchen. Quasi hier hinter der Halle hört die Hecke auf und dann geht es auch hoch Richtung Straße. Und das ist ja ohne Grundstücksfläche. Das sind auch noch einmal, ich glaube, 1,2 insgesamt. Also wie gesagt, insgesamt die Fläche, die wir haben, sind 6,80. Gerade davon war jetzt die Hälfte immer verpachtet. Und ja, ich bin mal gespannt. Der Vater hat was gesagt, dass wir es eventuell kündigen. Mich würde es freuen. Ich hätte ja gerne mehr Fläche. Verkehrt ist es nie. Wird sich zeigen, wird man sehen. Ja, wie gesagt, der Weihe hier gehört zu uns dazu. Und da hinten sieht man mal Koppel. Und ja, da vorne sind die Hühner. Da steht immer noch das Planierschild. Ich glaube, das muss doch auf dem Alteisen. Irgendwie findet sich da keiner, der Verwendung dafür hat. Na, wer weiß. Ja, und dann geht's wie gesagt da hoch. Da oben sieht man die Deichsel von meiner Lore. Den Pferdestall. Da die Koppel noch einmal. Und der Leo. Ja, wie gesagt, das ist so eine Fläche. Habt ihr jetzt da noch mal gesehen. Ich mache jetzt meine Viecher gar fertig. Und ich würde jetzt sagen, in diesem Sinne, jetzt ist Schluss für dieses Video. Viel Labern gewonnen. Genug der ganzen Sache. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder alle dabei wart. Und man sieht sich am Freitag um 16 Uhr. Bis dahin, Servus, bis die Tage.